Ja, dann wieder mal schönen guten Morgen zu unserem Donner-Online-Corner. Es freut mich, dass wieder so viele Teilnehmerinnen da sind. Ja, und ich übergebe gleich an Gabi Filzmoser, die uns heute den Input liefert, und freue mich auf rege Diskussionen und Fragen an Gabi. Bitte schön. Ja, danke schön. Danke schön vor allem auch für die Einladung. Ich gehe da jetzt auf meine Präsentation. Der David wird mich da jetzt meinen Bildschirm freischalten, nehme ich an. Und ich kriege dann nicht mehr lustig. Nina steht auf dem Kopf. Also das kriege ich jetzt im Moment nicht mehr mit, da ich da jetzt ganz auf meinem Bildschirm konzentriert bin. Gut. Also falls ist da irgendwas passiert, dann müsst ihr mich hier unterbrechen. Gabi, du musst deinen Bildschirm noch freigeben. Du musst nochmal zurück in Connect. Aha. Damit du den Bildschirm freigeben kannst. Die Freigabe. Okay, das muss man jedes Mal machen. Also wenn du... Ja, genau. Okay, das muss ich, das muss jedes Mal passieren. Ja. So, ist er jetzt freigegeben? Jetzt kommt sicher gleich, ja. Ja, jetzt sehen wir. Wunderbar. Gut. Ja, also ich wurde gebeten, über meinen Social Media Alltag zu berichten. Und ich berichte hier wirklich über das, was ich mache, nicht über das, was andere machen oder was andere empfehlen, sondern wirklich über meine Überlegungen und Erfahrungen. Und bin auch gern bereit, darüber auch nachher zu diskutieren und einfach die Erfahrungen auszuschauschen, weil ich glaube, dass das einfach ein ganz wichtiger Effekt ist. Genau, Gabi, vergisst du auch nicht, ein paar Worte noch zu deiner Person zu sagen. Ja, genau, komme ich auch auf jeden Fall noch dazu. Aber vielleicht zuerst noch ein Projekt, zu dem Projekt ein paar Worte, weil es geht ja darum, Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist eben die Vernetzung, und dazu sind eben Social Media, glaube ich, ganz ideal einzusetzen. Und ja, sie ersetzen zwar keine persönlichen Kontakte, aber ich denke, sie ergänzen sie auf jeden Fall. So, wie gesagt, jetzt geht meine Präsentation nicht, super. Doch, die wird schon. Jetzt kommt schon. Prezi ist ein zuverlässiges Tool. Also ja, hoffentlich. Ja, doch, ich glaube schon. Es tut nicht. Ja, es tut nicht wirklich. Vielleicht lädst du die Seite nochmal neu oder so. Ja, genau. Ja, für alle, die Prezi vielleicht noch nicht kennen, Prezi ist ein Präsentationstool, eine Alternative zum PowerPoint. Also die Daten werden im Internet dann auch gespeichert, sind. Man kann es auch zugänglich machen für andere, und ja, es ist vor allem ein bisschen kreativer, ein bisschen lustiger als das herkömmliche PowerPoint. Kann sehr dynamisch sein, aber das werden wir jetzt, glaube ich, gleich sehen. Wenn es gehen würde, ja. So, mit der Hand geht alles. Also, ich darf mich jetzt ein bisschen präsentieren. Ich bin Geschäftsführerin bei der ARGE Bildungshäuser Österreich. Die ARGE Bildungshäuser Österreich ist der Dachverband der österreichischen Bildungshäuser. Ich bin WBA diplomierte Erwachsenenbildnerin. WBA sagt vielleicht jemandem von Ihnen ein bisschen etwas. Also es ist ein Zertifizierungssystem für Erwachsenenbildnerinnen. Ja, seit neuestem bin ich auch Lehrgangsleiterin in BIFEP für den Lehrgang Bildungsmanagement. Der startet der nächste Lehrgang im Oktober. Vielleicht ist das hier jemand interessiert. Und so nebenbei bin ich dann auch noch Studentin an der Uni in Klagenfurt, und ich absolviere da gerade das Masterstudium Erwachsenenbildung und bin gerade in der Endphase, mittendrin in meiner Masterarbeit zu dem Thema Veränderungen der Bildungskultur in Bildungshäuser und eben durch digitale Medien. Was sonst? Also mein Interesse im Zusammenhang mit Social Media liegt vor allem in der Erwachsenenbildung, wie man hier sieht. Und leider muss ich feststellen, ist ein Großteil der Erwachsenenbildnerinnen im Internet noch kaum vertreten und auch sehr wenig Social Media affin. Und mir ist es deshalb auch ein Anliegen, also diese Zielgruppe zu motivieren und immer wieder neugierig zu machen. Und ich organisiere dazu auch Seminare speziell für Mitarbeiterinnen in Bildungseinrichtungen.
Ja, meine Social Media Strategie, also wie gesagt, also ich mein Hauptaugenmerk liegt praktisch an der ARAGE Bildungshäuser und an der Kommunikation zwischen den Mitgliedern und der ARAGE Bildungshäuser. Und die Kommunikation ist sozusagen eine Hauptaufgabe als Geschäftsführerin und Social Media erleichtert mir damit, meine Aufgabe auch zu erfüllen. Zur Strategie. Ich benutze vor allem eine Kombination von Anwendungen. Facebook alleine, also viele verbinden ja Social Media hauptsächlich mit Facebook, aber Facebook alleine zu benutzen ist zwar nett, aber auf Dauer nicht wirklich interessant. Also es wird irgendwann einmal fad. Aber für mich war es auf alle Fälle die Einstiegsdroge. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, welches Potenzial das in Facebook steckt, ab dem Zeitpunkt habe ich mich auch eben mit den anderen Social Media Tools auseinandergesetzt und ja, also die Kombination macht es aus, wie gesagt, also die Kombination. Man erlangt damit einfach dann eine breitere Streuung und man erreicht auch verschiedenste Personen. Meine zweite Strategie ist die, zu experimentieren. Also man darf, glaube ich, keine Angst haben, wenn man sich mit Social Medias auseinandersetzt, dass man da irgendetwas falsch machen kann. Man macht gerade am Anfang viel falsch, aber man darf das sich dafür nicht fürchten und einfach Freude zum Experimentieren. Das ist eine meiner Strategien einfach auch, also die ich wirklich praktiziere sozusagen. Eine dritte Strategie, die sich erst entwickelt hat mit der Zeit, also ich habe festgestellt, dass wenn ich ein Foto mitposte, dass der Zugang oder das Interesse an dieser Meldung wesentlich größer ist, als wenn kein Foto dabei ist. Also Foto ist auch immer wieder ein Eye-Catcher und die sind einfach offensichtlich interessanter als nur Meldungen alleine. Also das heißt, ich bemühe mich immer auch, ein Foto dazu zu posten. Ja, das hat für mich auch manchmal den Nachteil, dass ich dann vielleicht etwas länger brauche, weil ich erst ein Foto suchen muss oder machen muss, damit ich auch was Sinnvolles was dazu abbilden kann. Ja, mein vierter Strategiepunkt ist Persönlichkeit. Es ist auch ein Punkt, wo ich mit der Zeit draufgekommen bin. Ich persönlich kommuniziere gern mit Personen, aber sehr ungern mit Institutionen, mit Einrichtungen. Und ich glaube, Ihnen oder den anderen Anwendern geht es da ähnlich. Wenn ich auf Facebook jemanden, also wenn ich nur das Logo von einer Einrichtung auf einer Seite habe, dann ist das sehr unpersönlich. Und ja, wie gesagt, also lieber sind mir die Personen, die dahinter stehen. Und man merkt auch oft, also bei Institutionen, wo ich die Person kenne, die dahinter steht und die oft dasselbe auf der Seite, auf der Facebook-Seite und auf den eigenen Accounts posten, dass dort auf der privaten Seite die Kommunikation wesentlich größer ist als nur auf der Einrichtungsseite. Ja, zu den Social Media Zielen. Es gibt für mich also zwei Grundziele, die mich in meiner generellen Aufgabe als Geschäftsführerin der ARAGE leiten. Das ist einerseits Informationen bereitstellen und verteilen und auf der anderen Seite vernetzen und kommunizieren. Das sind grundsätzlich keine neuen Ziele oder keine neuen Aufgaben, die hatte ich immer schon. Aber im Zusammenhang mit Social Media ist es mir jetzt möglich, diese beiden Ziele zu vernetzen, zu verknüpfen. Und zwar insofern, dass ich durch die Information dazu anrege, zu vernetzen und zu kommunizieren. Jetzt ist es gerade irgendwie ruhig bei mir. Kann man mich noch hören? Ja, wir hören dich sehr gut. Ich hatte nur mein Okay. Mikro ausgeschaltet, weil ich Okay. nicht wollte, dass dort Hat mich. irgendwelche Nebengeräusche. Aha. Okay. Gut. Okay. Ja. Das zu den Zielen. Und damit stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie komme ich zu Informationen, wie manage ich Informationen und wie verteile ich sie? Zur ersten Frage, wie komme ich zu Informationen? Das sind natürlich die ganz herkömmlichen, auch herkömmliche Art und Weise eben wie Mails, Newsletter, Tagungen,
Gespräche, Publikationen, Fachzeitschriften, also alles, wo es eben Informationen, facheinschlägige Informationen zum Teil einfach auch gibt. Aber zusätzlich verwende ich jetzt das Internet als Infopool sozusagen. Und dazu, also von den Tools her, hauptsächlich Google Docs, Facebook und Twitter, wo ich meine Informationen herbeziehe. Zu Google Docs. Also du, vielleicht sagst du gleich was zu Twitter, weil du gerade Twitter gesagt hast, weil wir gerade auch Twitter sehen. Was blinkt dort immer auf? Ja, zu dem komme ich gleich. Das ist das Tweet-Deck. Also hier oben in dem oberen Bereich. Okay, gut. Zuerst noch kurz zum Google Reader. Also ich habe hier eine Startseite kurz eingeblendet. Ich werde jetzt nicht erklären, wie man zu Google Reader kommt, wie man das einrichtet. Das würde hier jetzt zu lang dauern. Wesentlich ist, Google Reader ist eine Seite, mit der ich Webseiten oder Blogs, die mich persönlich interessieren, abonnieren kann. Das heißt, ich muss nicht ständig das Internet nach interessanten Dingen durchsuchen, sondern ich habe hier gesammelt meine neuesten Meldungen, die sich in Bezug auf Erwachsenenbildung, Bildungshaus zum Beispiel oder E-Learning, die sich im Netz tun, habe ich hier abgemeldet. Hier auf der Seite sieht man diese Abos, also diese Seiten, die ich abonniert habe. Und ich habe diese Seite zum Beispiel in meiner Startseite im Browser gespeichert. Das heißt, in der Früh, wenn ich den PC einschalte, habe ich als erstes den Google Reader da, wie eine Tageszeitung im Prinzip, wo ich sofort sehen kann, was es gibt, das Neues in Bezug auf Erwachsenenbildung zum Beispiel. Und interessant ist, ich nutze diesen Google Reader auch wie eine Zeitung, also es dämmt einerseits meine Informationsflut ein. Ich muss nicht die ganze Zeitung durchblättern, wie bei einer herkömmlichen Zeitung, um nach interessanten Meldungen zu suchen, sondern ich habe die interessanten Meldungen wirklich hier. Und ja, manchmal, wenn ich Zeit habe, lese ich sie in der Früh ausführlich. Manchmal lese ich sie auch gar nicht oder zwei Tage nicht, wenn ich irgendwo in einem Seminar bin und gerade keine Zeit dafür habe. Manchmal schaue ich mir nur die Headlines an. Und ich verwende sie wie eine Tageszeitung. Wir können in der Diskussion vielleicht im Nachhinein auch noch eher tatsächlich in den Google Reader einsteigen, wenn das interessant ist. Ja, zu Facebook sage ich jetzt im Moment nicht viel, aber zu Twitter möchte ich noch etwas sagen. David hat es schon angekündigt. Jeder kennt Twitter, also dieses Bild hier, wie Twitter aussieht. Und ich benutze Twitter vor allem als Informationstool, also nicht so sehr als Kommunikationstool, sondern vor allem als Informationstool. Und zwar deswegen, weil meine Zielgruppe, also die Erwachsenenbildnerinnen, kaum in Twitter drinnen sind und deswegen auch nicht mein Potenzial an Kommunikation nicht so groß vorhanden ist. Aber hier gibt es natürlich eine Reihe von interessanten Informationen. Nur, Sie kennen natürlich eben dieses Twitter und es ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich, wie man hier sieht. Und es gibt jetzt eine Reihe von Tools, die sich rund um Twitter etabliert haben. Und eines davon ist dieses Tweet-Deck, mit denen ich Informationen sortieren kann. Ich gehe da jetzt einmal direkt rein in dieses Tweet-Deck. Das schaut da jetzt bei mir so aus. Sie werden jetzt vielleicht denken, ja, das schaut jetzt eigentlich noch unübersichtlicher aus als dieses Twitter an sich, aber ist es nicht, denn ich habe hier Informationen nach wieder Bildungsbegriffen zum Beispiel sortiert. Also hier in der ersten Spalte ist mein Tweet-Kanal so genauso wie in Twitter ist. In der zweiten Spalte der Tweet-Kanal der ARGE Bildungshäuser. Also im Twitter müsste ich immer, wenn ich auf diesen Kanal gehe, mich ausloggen und als ARGE Bildungshäuser wieder einloggen und dann wieder zurückloggen. Also es ist umständlich und so habe ich beide nebeneinander präsent. Dann hier habe ich eine Spalte mit jenen Tweets, wo ich erwähnt werde. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt, der David hat da vorhin einen Tweet abgeschickt. In wenigen Minuten startet das zweite Donner Online Corner mit meinem Namen drinnen und damit weiß ich, wer mich in Twitter erwähnt hat. Dasselbe habe ich für die ARGE Bildungshäuser. Da sieht man jetzt, das sind eigentlich nur Tweets von mir herinnen, die ich als Gabi Filzmoser dann retweetet habe. Auch das ein Zeichen dafür, dass nicht wirklich viele Erwachsenenbildnerinnen drinnen sind, die hier auch Kontakt mit mir als ARGE Bildungshäuser aufnehmen. Aber interessant werden dann für mich wieder also diese Kanäle mit Erwachsenenbildung. Hier suche ich alle Tweets, wo das Wort Erwachsenenbildung vorkommt.
Dasselbe mache ich mit Weiterbildung, mit Bildungshaus und Bildungszentrum. Also ich konzentriere mich auf diese vier Begriffe hauptsächlich und schaue, was gibt es Neues, und sehe zum Beispiel hier gerade, das ist in Stift St. Georgen am Lenksee, gibt es offensichtlich eine Stellenausschreibung. Also die könnte ich jetzt zum Beispiel jetzt auch weiter informieren. Ja, und dann habe ich hier noch eine Reihe, Fernsehpreis war gerade aktuell, Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, und deswegen schaue ich natürlich aus, was gibt es hier, was wird hier getweetet zum Fernsehpreis. Und dann gibt es hier noch eine Reihe von Online-Seminaren oder Veranstaltungen, die ich halt verfolge. Ja, soweit zum Tweet-Deck. Dann. Und hier oben hat man jetzt gerade wieder gesehen, immer wenn ein neuer Tweet kommt und ich habe das Tweet-Deck gestartet, dann kommt hier oben ein Pop-up, das mir sagt, es ist ein neuer Tweet da. Kann lästig sein, muss man nicht eingeschaltet haben. Gabi, wie lange dauert das Tweet-Deck einzurichten? Ah, das geht relativ schnell. Die Stichworte so zu sammeln. Ja, also das Tweet-Deck einzurichten, das ist wirklich eine Sache von wahrscheinlich ein paar Minuten. Und dann muss man sich überlegen, welche Begriffe möchte ich suchen, und hier heroben, also mit einem Klick kann ich hier einen Begriff dazu ergänzen, Donner zum Beispiel. Ich suche nach allen Begriffen, wo Donner vorkommt. Da kommt natürlich jetzt wahrscheinlich Donner Summer ganz stark vor. Es dauert jetzt ein bisschen, bis er die Tweets durchsucht. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Begriff, der, ja, braucht ein bisschen lang. Ja, jedenfalls so schnell geht es, dass ich so einen Kanal einrichte. Ja, also da kommen natürlich jetzt sehr viele, war ein schlechter Begriff, schlechtes Beispiel, aber so schnell geht's. Das sollte ja damit demonstriert werden. Deine Frage beantwortet, David, soweit? Gut, dann komme ich zu der Frage, wie manage ich Informationen? Dazu verwende ich mehrere Tools, aber grundsätzlich zwei, nämlich Delicious und SugarSync. Es geht darum, einfach auch, wenn ich etwas Interessantes finde, dann komme ich nicht dazu, dass ich das sofort lese. Also möchte ich mir das irgendwie aufheben, um das später zu lesen und ja, einfach später darauf zugreifen zu können und auch zu sammeln. Und dazu eben Delicious, ein sehr gutes Tool, oder das ich sehr gerne benutze. Man sieht hier zum Beispiel, ich habe hier jetzt nach E-Learning, also genau vorweg, was ist eigentlich Delicious? Es geht darum, Links zu bookmarken, also es ist ein Bookmarking-Tool, und es ersetzt sozusagen die Favoritenfunktion im Browser. Das heißt, ich speichere meine Links online, hat den Vorteil, ich kann auch unterwegs von einem anderen Computer darauf zugreifen, hat auch den Vorteil, dass man eben hier mit Tags arbeitet und nicht mit Ordnern. Ich habe hier zum Beispiel zu diesem YouTube-Video, also ist die Aufzeichnung vom letzten Mal, die Begriffe Donner, Webinar, MA, das ist mein Kurzzeichen für Masterarbeit, weil ich das irgendwie einfließen lassen möchte, den Begriff E-Learning und noch einmal den Begriff Masterarbeit dazu eingegeben. Und nach diesen vier Begriffen kann ich dann dieses YouTube-Video praktisch wiederfinden. Und das ist speziell dann vorteilhaft, wenn man sehr viele Links gespeichert hat. Sie kennen das vielleicht von den Favoriten her, je größer der Umfang an Links wird, umso unübersichtlicher wird das, wenn man das nur in einem Ordner oder auch in Unterordner drinnen hat. Und ja, das ist eine bisschen andere Form, man muss ein bisschen umdenken, aber es funktioniert dann sehr einfach, dass man auch wieder was findet, was man sucht. Delicious kann man auch teilen. Ich benutze diese Funktion sehr wenig. Man sieht hier, ich habe einen User, der mir folgt, und einen User, der ich folge. Also ich habe diese beiden nur zu Testzwecken mehr oder weniger eingerichtet. Aber ich könnte hier praktisch bestimmte Tags, eben zum Beispiel den E-Learning-Tag, wenn sich dafür jemand interessiert, mit jemand anderem teilen. Genau, das ist Delicious.
Ja, dann noch kurz zu SugarSync. Sie kennen vielleicht die Dropbox. SugarSync ist eine Alternative zu Dropbox und ich verwende sie deshalb, weil es mehr kostenlosen Speicherplatz zur Verfügung stellt, nämlich 6 GB. Die Dropbox stellt ursprünglich, glaube ich, nur 2 GB zur Verfügung und man kann dann durch besondere Leistungen, indem dass man Freunde wirbt, zusätzlich Speicherplatz bekommen. Das ist sehr mühsam, wenn man wirklich einen größeren Speicherbedarf hat. Die Nutzung dieses Tools ist in der Arge Bildungshäuser eigentlich dadurch entstanden, dass wir im Risikomanagement festgestellt haben, was ist, wenn ich habe also die ganzen Daten der Arge Bildungshäuser auf meinen Laptop drauf. Wir sind eine österreichweite Einrichtung und das ist, wenn mein PC irgendwie auf einmal kaputt geht oder ich irgendwie unpässlich werde. Wie kommt dann die anderen Vorstandsmitglieder zum Beispiel zu diesen Daten? Und wir haben das jetzt eben eingerichtet. Die Daten werden synchron gespeichert und im Prinzip jedes Vorstandsmitglied hat Zugriff auf diese Daten. Online. Und ich kann hier einzelne Ordner praktisch auch für bestimmte User freigeben. Ich könnte zum Beispiel Seminarunterlagen für Seminarteilnehmerinnen hier auch freigeben. Und ein zweiterer Vorteil ist, ich habe eine zusätzliche Datenspeicherung. Das heißt, ich habe es nicht nur gespeichert auf meiner externen Webdisk, sondern ich habe zusätzlich auch noch die ganzen Daten hier immer synchron sofort gespeichert. Ja, ich sehe gerade auf die Zeit, ich bin ein bisschen im Verzug, aber ich bin eh schon fast am Ende. 20 Minuten sind wirklich nicht viel. Jetzt zum dritten Teil der Präsentation. Wie verteile ich Informationen? Da muss man unterscheiden bei den Informationen zwischen jenen, die ich irgendwo gefunden habe, also von denen ich vorhin schon gesprochen habe, jene, die ich über Google Docs, über Facebook und über Twitter finde. Und dann gibt es noch Informationen, die ich selbst kreiere. Also zum Beispiel über die Arge Homepage oder über meinen Blog, den ja, der ja, glaube ich, irgendwie bekannt gegeben wurde. Vielleicht haben Sie da auch schon reingeschaut. Auf der Arge Bildungshäuser-Seite, ich gehe da kurz hinein, wie das ausschaut. Da habe ich hier unter Aktuelles, gebe ich immer aktuelle Nachrichten ein. Also die letzte aktuelle Nachricht war, Willi Filler erhält das große Ehrenzeichen der Republik Österreich. Diese Information auf der Homepage wird sich jetzt kaum jemand anschauen, außer es hat jemand meine Homepage eben abonniert und schaut sie sich auch im Google Reader an. Aber ansonsten wird diese Seite kaum jemand lesen. Und mein Vorteil oder dass der Vorteil von Social Media ist, dass ich diesen Link von dieser Arge Homepage jetzt über Facebook und Twitter zusätzlich verbreite. Ja, der Vorteil ist, dass eben mehrere Personen sich die Chance haben, diesen Artikel auch zu sehen und zusätzlich auch noch, wenn Sie daran interessiert sind, diesen Link auch nochmals zu verteilen. Damit wird die Bandbreite an Personen, die sich das anschauen, also die Chance haben, diesen Artikel zu sehen, noch einmal größer. Und einen weiteren Effekt hat diese Verteilung über andere Medien, den, und zwar, dass man in der Google-Suchmaschine öfter und schneller gefunden wird und weiter vorn gereiht wird. Also Google belohnt sozusagen das Teilen von Informationen im Internet. So könnte man das definieren. Genau. Ja. Ja, gut, das waren soweit meine Informationen oder meine Sichtweise, wie ich Social Media praktiziere. Vielleicht auch noch einmal da dazu, ich bin bestimmt keine perfekte Social Media Userin, aber ich probiere gerne viel aus und ich lerne immer wieder dazu und jedes Mal, wenn ich mit irgendjemand über Social Media diskutiere, gibt es wieder neue Informationen und etwas, das ich wieder ausprobieren kann. Also auch hier hat das Vernetzen einen Sinn. Ja. Okay, also soweit vielen Dank und ich hätte gern jetzt ein paar Fragen von Ihnen. Ja, Gabi, ich sage jetzt auch einmal danke für deinen Input. Ich habe jetzt gesehen, die Lisi hat noch eine Frage gestellt. Bezüglich
bezüglich Datensicherheit im Netz, dadurch, dass du jetzt sehr viel bei Social Media tust. Ja, wie sicherst du deine Daten oder wie gehst du generell mit Privatsphäre, Datensicherheit um? Ja, also eines, was sich geändert hat, seit ich im Social Media bin, ist, dass sich das Private und das Geschäftliche vermischt. Also das passiert automatisch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Eben aus auf diesem Grund, weil man eben nicht so gern mit Institutionen diskutiert, sondern eben gern mit Privatpersonen. Und zusätzlich kommt auch noch dazu, das Internet, also, oder die Informationen oder alles, was im Internet passiert, passiert ja relativ schnell. Also die Geschwindigkeit von Informationen, die steigt. Und es wird dann natürlich auch erwartet, dass Informationen möglichst schnell immer wieder drinnen sind. Das heißt, ich muss auch einmal, wenn ich am Wochenende oder im Urlaub bin, ich muss nicht, aber ich kann oder ich tue es auch, immer wieder mal etwas posten oder auf Fragen antworten, die über Facebook oder über Twitter hereinkommen. Und das sind ja wirklich nur auch kurze Momente. Das heißt, ich bin ja dann, wenn ich jetzt auf Urlaub bin, dann nicht stundenlang drinnen, sondern ich schaue einfach kurz nach, was gibt es Neues. Ja, ich glaube, die Frage ist Richtung Datensicherheit gegangen. Ja, also wie immer. Ich bin selbst dafür verantwortlich, welche privaten Daten ich reinstelle. Ich stelle auch einmal ein privates Foto hinein, weil ich auch glaube, dass ich habe im Prinzip nur ein Leben. Und wenn ich jetzt geschäftlich mit jemandem zusammen bin, dann werde ich auch einmal über meinen Urlaub reden oder über das reden, was ich privat tue. Und dann habe ich auch kein Problem damit, ab und zu ein privates Foto auch einmal hineinzustellen. Also genauso wie ich es in meinem wirklichen Leben oder in meinem wirklichen, also mein Social-Media-Leben ist auch wirklich, also in meinem realen Leben handhabe, genauso handhabe ich es auch in den Medien. Und ja, habe ich die Frage damit beantwortet? Ich hoffe ja. Ansonsten lese ich bitte nochmal Fragen. Sie fragt auch noch weiter, ob es Kriterien gibt, die man auch zum Beispiel weitergeben kann an Leute, die jetzt neu im Social Media sind. Wo ich sage, okay, die Daten sind okay, wenn man die postet, die sind weniger okay. Ob es da irgendwie so Kriterien, Leitfäden oder sowas dafür gibt. Also wenn man Social zum Beispiel Adressen, die zum Beispiel dem Datenschutz unterliegen, wie man damit umgeht. Ja, also Adressen werden sollte man natürlich nicht posten, weil es muss ja jemand damit einverstanden sein, dass man auch die Daten irgendwie präsentiert. Also das ist natürlich ein absolutes No-Go, dass man fremde Daten, also Daten von jemand anderen in Social Media irgendwie postet. Aber wenn ich als Verband der österreichischen Bildungshäuser im Internet unterwegs bin, dann werde ich natürlich auch ein bisschen Werbung betreiben. Und wenn ich jetzt eben für ein bestimmtes Bildungshaus, wie vorhin eben Bildungshaus St. Georgen am Lenksee zum Beispiel, wenn ich da etwas weiterleite, weil die jetzt gerade einen neuen Koch suchen zum Beispiel, dann ist das für mich jetzt kein Problem, weil sonst würden die auch das selbst nicht ins Internet reinstellen. Also Informationen, die ich im Internet finde und die ich dann teile, damit sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem, das weiterzuleiten. Bei Fotos muss man natürlich trotzdem auch aufpassen. Wenn ich in einem Seminar ein Foto mache, dass ich dann und es sind da zwei Personen drauf zum Beispiel, dann kann natürlich sein, dass eine Person sagt, ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass dieses Foto jetzt im Internet auftaucht. Also da müsste ich mir vorher das Einverständnis dieser Person einholen, ob das in Ordnung ist. Oder eben bei Gruppenfotos ist das meistens dann nicht so problematisch. Also die kann man leichter mal posten. Oder bei Personen, die im öffentlichen Interesse stehen, wie zum Beispiel vorhin beim Herrn Filler, da ist es selbstverständlich, dass der kein Problem hat damit, wenn der jetzt im Internet auftaucht. Okay, ich habe die Lisi zuerst falsch verstanden. Ihre Frage war Richtung Dropbox gehen, wenn ich dort Daten ablagere oder speichere, wo dann mehrere Leute zugreifen können, wie ich da dann damit umgehe und... Ja, es ist natürlich eine interessante Sache, wenn ich sage, ich verwende Dropbox oder in meinem Fall SugarSync aus Risikominimierungsgründen und ich stelle diese Daten dann ins Netz und sage, damit habe ich weniger Risiko. Und das ist eine spannende Diskussion, aber es ist so, dass hier, also die Daten der Arge, da sind eigentlich kaum Daten drinnen, die wirklich
wie soll ich sagen, die keiner wissen darf. Also es sind kaum also persönliche Daten drinnen, also es ist keine Adressdatenbank drinnen zum Beispiel. Es sind eben reine Informationen, die ein jeder, zumindest in der AG-Bildungsreise, auch wissen darf. Und wenn da mal irgendwo woanders etwas auftauchen würde, von dem ich nicht ausgehe, dann ist das jetzt nicht die besondere Tragik. Also wirklich Daten, wo ich nicht möchte, dass die irgendwo einmal im Internet auftauchen oder sonst irgendwie missbräuchlich verwendet werden können, die sollte man da vielleicht nicht reinstellen, das ist richtig. Und ich gebe ja meinen... vielleicht auch gar nicht auf einem Computer speichern. Ja, genau, das ist das nächste ja, Problem. Also weil der Computer ja genau im Internet sein, ist. Ja. Genau, dass da irgendjemand meine Daten über PC abfragt. Also dieses Problem kann es ja genauso geben, oder diese Problemfall. Ja, und ich gebe ja auch diese Daten nur für Personen frei, die ich auch kenne. Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder von Ihnen da jetzt auf meine SugarSync-Daten zugreifen kann, sondern nur dann, wenn ich sie auch wirklich dezidiert freigebe. Und man braucht dann ein bisschen auch Vertrauen zu diesen Anwendungen. Also in dem Fall, ich brauche Vertrauen zu SugarSync, dass die auch mit den Daten, die sie da irgendwo im Netz dann speichern, dass die auch da verantwortungsvoll damit umgehen, sozusagen. Okay, dann ist da eine Frage von Heidi. Ist die iCloud das Apple-Synonym für Dropbox oder SugarSync? Ich habe jetzt damit noch nicht gearbeitet, aber ich glaube, dass das eine Alternative dazu auch ist. Aber vielleicht kann das der David besser beantworten. Kennst du dich aus mit der iCloud? Ja, iCloud ist ein Cloud Storage auch für Apple-Synchronisation, für Daten online und offline und gemischt. Mhm. Ist ein bisschen was Ähnliches. Ja. Aber eben Apple-spezifisch. Okay. Ja, aber es ist eine Tendenz, die eben auch in diese Richtung geht, dass man eben Daten nicht mehr nur am PC abgespeichert hat, sondern eben auch irgendwo im Netz, irgendwo auf einem Server, den man nicht mal kennt. Genau, und man hat überhaupt keine Ahnung, wo das ist. Ja, da gehört schon viel Vertrauen dazu, das stimmt. Also wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann ist es besser, man macht es nicht. Nur dann kann man halt auch die Vorteile der ganzen Social-Media-Tools nicht nutzen. Mhm. Genau, das würde mich interessieren, Gabi, welche Vorteile oder welche Erfolge oder welche positiven Reaktionen hast du erlebt? In Bezug auf? Aus deiner Social-Media-Nutzung. Auf deine Social-Media-Nutzung. Gab es irgendwie, ich weiß nicht, positive neue Kontakte, neue, ich weiß nicht, was, Jobmöglichkeiten? Ja. Oder ja. Was ist passiert? Jobmöglichkeit. Also ich bin überzeugt, also wenn ich nicht in Social Media aktiv wäre, würde ich jetzt hier nicht sitzen. Also wir haben uns zwar genau. wir zwei haben uns zwar jetzt nicht im Internet kennengelernt, sondern auf einem Präsenzseminar am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Aber dadurch, dass ich dann ständig immer wieder präsent bin im Facebook und in Twitter, hat sich eben auch dieser Kontakt verstärkt und man bleibt dann in Erinnerung und dadurch greift man auch auf diese Personen, die einen in Erinnerung sind, greift man auch zurück. Genau, wir sind uns immer wieder aufgefallen. Ja, genau, irgendwo laufen wir uns im Netz immer wieder über den Weg und das ist das Schöne an diesen Social Medien. Und es gibt da auf jeden Fall auch Kontakte von Personen, die ich im Internet, im Twitter zum Beispiel, die mir aufgefallen sind, mit denen ich über irgendetwas diskutiert habe und die ich dann erst viel später einmal irgendwo in einem Seminar oder einer Tagung kennengelernt habe und wo auch zum Teil Freundschaften entstanden sind. Also Social Media kann da auch ein Türöffner sein, neue Menschen kennenzulernen, die eben dieselben Interessen haben. Gabi, wir hätten dann noch eine Frage von Heidi. Wie viel Zeit verbringst du mit Social Media täglich, außer jetzt Urlaub posten oder solche Sachen? Also ganz verschieden. Es gibt Tage, wo ich nicht einmal hineinschaue, weil ich einfach keine Zeit dazu habe, weil ich eben vielleicht selbst auf einem Seminar bin und mich da auch nicht stören lassen möchte. Also ich entscheide einfach auch selbst, wie weit lasse ich mich ablenken auch von diesen Medien. Und es kommt auch einmal vor, dass ich, wie gesagt, einen ganzen Tag nicht drinnen bin. Dann gibt es Tage, also gerade wenn es Informationen zum Verteilen gibt,
ja, da ist es dann einmal von 5 Minuten bis einer Stunde. Und dann gibt es auch einmal Tage, wo eben im Büro wenig zu tun ist, wo es keine Termine gibt, wo ich wirklich dann stundenlang einmal die ganzen Tools oder die ganzen Anwendungen wieder mal durchsuche und schaue, was gibt's Neues und Interessantes. Also wo ich wirklich mich dann wieder mal einlese in dem, was es an aktuellen Dingen gibt. Also ganz bunt gemischt. Also ich könnte jetzt keine bestimmte Zeit sagen, wo ich drinnen bin. Aber grundsätzlich oder im Durchschnitt sicher täglich einmal im Facebook und Twitter. Für, ja, sagen wir mal, 5 Minuten mindestens. So, im Durchschnitt. Du hast jetzt auch keine negativen Erfahrungen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag nicht online bist, dass nachher die Leute schreiben, hey, warum bist du nicht da, weil online ist ja immer Erreichbarkeit eigentlich. Nein, absolut nicht. Also diese Erfahrung habe ich wirklich überhaupt noch nie gemacht, dass irgendwer sagte, du bist nicht erreichbar oder ich habe dir da was geschickt, warum hast du noch nicht geantwortet? Also das kenne ich überhaupt nicht. Und im Prinzip ist das beim Mailen ja ähnlich. Also es wird natürlich oft erwartet, dass wenn jemand ein Mail ausschickt, dass man dann auch relativ schnell Informationen zurückbekommt. Aber es kommt dann trotzdem immer darauf an, wie wichtig diese Mail-Nachricht ist. Und da gibt es halt auch einmal Mails, die liegen dann halt einmal 2 Tage herum, weil ich es gerade nicht für so wichtig empfinde, dass ich da sofort darauf antworte. Und im Mail-Umgang werden Sie das ja ähnlich kennen. Also da gibt es einfach Situationen, wo man sofort darauf antwortet oder wenn man auf ein bestimmtes Mail wartet, dass man dann vielleicht auch unterwegs öfter mal reinschaut. Aber sonst, wie es mir in meine tägliche Arbeit hineinpasst. Also ich lasse mich da auf keinen Fall irgendwie von Social Media dirigieren, sondern ich bestimme selbst, wenn ich reinschaue und wann ich etwas tue. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen auch mit Selbstverantwortung zu tun, denke ich. Mhm. Weil es ja doch oft so die Angst ist, wenn ich jetzt irgendwo im Web präsent bin und ebenso viele Auftritte habe, dass man sagt, okay, ich werde von dem bestimmt, aber eh wie du richtig sagst, dass man selbst entscheiden soll, wie oft und wann man reinschaut und aktiv ist drinnen. Ja, genau. Also es ist auch bei meinem Blog, also wenn Sie meinen Blog angeschaut haben, dann werden Sie merken, dass mein letzter Eintrag relativ lang aus ist. Das liegt rein an der Tatsache, dass ich in den letzten Wochen einfach sehr viele andere Sachen zu tun hatte und einen Blogartikel zu schreiben, braucht wirklich auch Zeit und Muße und Hingabe und dazu brauche ich ich schüttle da nicht einfach so aus dem Ärmel heraus, sondern ich brauche da mindestens einmal eine Stunde Zeit, dass ich einen ordentlichen Artikel schreibe und wenn ich diese Zeit nicht habe, dann mache ich es auch nicht. Also dann müssen halt alle meine Leser einmal ein paar Wochen warten und kriegen halt keine neuen Informationen von mir. Und dann kann es halt wieder mal sein, dass an einem Tag, weil ich gerade gut in Schwung bin, 3 Informationen oder 3 Posts rausschicke. Ja. Jo. Gibt es noch weitere Fragen an Gabi zu ihrer Web 2.0 Präsenz? Es wird fleißig gechattet. Ja, aber ich kriege das gar nicht so richtig mit. Ich bin so im Lesen oder im Reden drinnen, dass ich keine Zeit habe zum Lesen. Ja, finde ich gut. Ja, also die Bianca schreibt da, das Schwierige ist, das Ausmaß, das Ganze zu begrenzen und damit nicht zu viel Zeit zu verbringen. Ja, also gerade am Anfang ist man natürlich schon sehr verleitet, da wirklich viel Zeit auch damit zu verbringen. Und ich denke, am Anfang braucht man auch mehr Zeit. Also, aber wenn sich einmal das eingespielt hat und wenn man einmal gut oder glaubt halt gut drinnen zu sein, dann verwendet man das wirklich im Alltag wie Zeitung lesen, wie Bücher lesen, wie jede andere Kommunikation im realen Leben. Was mich jetzt sehr freut, ist, dass Verdiana online ist. Verdiana ist unsere Projektpartnerin aus Udine. Hallo Verdiana. Mm. Hallo Diana. Offenbar gerade in Venedig. Ah, schön.
Und ich finde es so nett, dass Nina auf dem Kopf steht. Das bringt so ein bisschen Anarchie hier rein. Nina! Hallo Nina! Die Ich habe Nina, dich vorher unsere noch gar nicht Kollegin aus St. gesehen, Georgen am Lenkweg. Ja, genau, nachdem ich ja eben in der Präsentation beim. warst. Ja, genau. Genau, Nina hat keine Audiorechte, aber ich kann ja welche geben. Nina, bitte. Du musst dein Mikrofon noch einschalten. Ich gebe jetzt Ja, allen die. Audiorechte. Warum ich am Kopf stehe und Gabi, die hat es schon gesagt, man muss sich erst mit euch kennenlernen und dann für sich selber oder für seinen eigenen Begriff die richtige Mischung herausfinden und dann ist es keine Qual, sondern dann ist es einfach ein zusätzliches Tool, was dann unheimlich vernetzt und die Erfolge auch bringt. Habt ihr das verstanden? Wir haben es verstanden, ja. Schön, dass du noch so klare Gedanken fassen kannst bei dieser Körperhaltung. Kann es jedem empfehlen, da in allen Bereichen. Genau. Dann wird man Die auch. Nina gehört ja auch zu jenen, die sehr viel experimentieren. Probiere lieber ein bisschen was zu viel aus, als ich habe was versäumt. Ja, genau. Ja, da gehört halt auch ein bisschen eine Fehlertoleranz dazu, also gegenüber sich selbst. Man darf nicht glauben, man muss da jetzt sofort perfekt sein und einsteigen, das funktioniert einfach nicht. Und ja, auch wenn man glaubt, man muss im Vorhinein eine ganz perfekte Social-Media-Strategie erstellen, dann wird wahrscheinlich, bis diese perfekte Strategie fertig ist, ist so viel Zeit vergangen, dass sich alles im Internet wieder verändert hat und diese Social-Media-Strategie dann gar nicht mehr passt. Also einfach einmal losfahren und ausprobieren. Genau, das sehe ich wirklich ganz genauso. Vielleicht, wir haben jetzt wirklich Mikrofone für alle und auch Kamerarechte für alle. Vielleicht wäre es noch ganz nett, wenn Sie noch ein paar mehr zuschalten. Vielleicht nur kurz die eine Frage beantworten zum großen Mann, wo wir deine Präsi-Präsentation anschauen bzw. runterladen können. Ja, den Link können wir natürlich zur Verfügung stellen. Den Link können wir natürlich gerne zur Verfügung stellen. Schauen wir mal gleich mal. Das muss ich. Schnell abspeichern. Und auf jeden Fall wird es wieder geben eine Aufzeichnung, auch auf YouTube. Da kann man sich das alles noch einmal ansehen. Und es gibt unsere vom Land Salzburg unsere Projekt-Homepage, wo wir natürlich auch die ganzen Aufzeichnungen draufstellen. Und da werden wir auch den Link von der Gabi dann präsentieren. Hallo Heidi. Ja, jetzt kommen ein paar Gesichter. Schön. Ja. Ja. Gut, Lisi muss wahrscheinlich Ja, nochmal auf die Freigabe klicken, damit wir sie sehen. jetzt freut mich, dass wir jetzt die Heidi aus dem Lungau sehen. Hallo Heidi. Das ist eben das Gute bei so Online-Konferenzen, dass man auch von weiter Entfernung trotzdem miteinander gut reden kann und uns gegenseitig sehen können. Ja, gibt es noch Fragen an die Gabi zu ihrem Webauftritt oder grundsätzlich noch Fragen vielleicht auch an David, was die Technik dahinter Ja, betrifft? oder Ankündigungen aller Art. Sonst darf ich noch was ankündigen. Ja, bitte.
Heute Abend, wer Lust hat, ein spezielles Webinar mit einem Gast aus Kalifornien und es geht über die Zukunft der Medienfinanzierung. Aber vielleicht ist da jemand dabei, den oder die das interessiert. Ich tue auch gleich noch dann einen Link dazu reinstellen. Ja, wird auf Englisch stattfinden, aber in demselben Online-Format. Bianca würde ich noch gern den Google Reader anschauen. Okay. Heidi, kannst du bitte dein Mikro wieder abschalten? Aber du kannst uns noch Hallo sagen vorher. Weil du machst nämlich Echos. Ja, genau. Danke. Danke, das war viel Lärm. Ja. Ja, zeig noch kurz den Google Reader. Ich muss nochmal die Ja, Bildschirmfreigabe ich machen, bin Gabi. so, ja, genau. So. Ja, also das ist jetzt mein Google Reader. Also ich zeige einfach nur, was er kann, nicht wie man ihn einrichtet, weil das ist trotzdem nicht ganz eine einfache Sache, dieses Einrichten des Google Readers. Und wer da jetzt wenig Erfahrung hatte, sollte sich da vielleicht jemanden hinzuziehen, der da ein bisschen unterstützt dabei. Aber was man hier sieht, also hier sind zuerst einmal meine aktuellsten Nachrichten. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung, eben da hat jemand über das Projekt Jugoslawien, das ist eine der Sendungen, die ausgezeichnet wurde. Wir können da gleich mal reinschauen, wie das dann ausschaut zum Beispiel. Also das ist jetzt über mein Abonnement über Google News gekommen. Das heißt, ich habe bei Google News abonniert, alles, was zu Fernsehpreis der Erwachsenenbildung in Google, also in News gepostet wird, soll mir hier erscheinen. Und ich kann dann hier auf diesen Link klicken und dann kommt die Originalseite. Live, also das ist eine Public Relations Agentur, die das gepostet hat. Und hier eben ein Artikel zu diesem Jugoslawien-Projekt, das eine Auszeichnung bekommen hat. Ja, hier auf der Seite habe ich eben meine ganzen Abos. Das ist eine ganze Menge. Ganze Menge Abos. Da zum Beispiel eben APA-Berichte. Ich habe APA-Berichte eben zum Thema Erwachsenenbildung zum Beispiel abonniert. Zum Thema Erwachsenenbildung, zum Thema Weiterbildung, nachdem das sehr ähnlich ist. Dann gibt es da eben ein paar so Blog, DEB.at zum Beispiel, also Erwachsenenbildung.at. Das ist im Prinzip das österreichische Erwachsenenbildungsportal. Das ist natürlich für mich ganz wichtig, hier am aktuellen Stand zu sein. Aber auch die Europäische Association für Adult Education. Hier durchsuche ich Google Blogs, also alle Blogs im Internet, wo der Begriff Erwachsenenbildung vorkommt. Da gibt es zum Beispiel also auch eine Anzeige, also ein Stelleninserat in Deutschland. Es kommen natürlich auch natürlich die ganzen deutschen Nachrichten hier auch rein. Was habe ich hier noch herinnen? Ja, verschiedenste Blogs, einfach einen E-Learning-Blog zum Beispiel. Gehen wir da noch wieder mal rein, wie das aussieht dann. Ja, und da werde ich dann direkt auf diesen E-Learning-Blog geschaltet. Das Lehrbuch von morgen. Genau. Dann habe ich natürlich auch Zeitungen hier abonniert, wie eben den Standard. Das hat für mich auch jetzt den Nebeneffekt, dass ich kaum mehr wirklich reale Zeitungen lese, weil ich ja, das eigentlich nur mehr, wenn ich Zeit habe, hier am Bildschirm lese. Und natürlich auch hier unsere regionalen, also aus meiner Gemeinde die News, die habe ich hier natürlich genauso herinnen dann. Also die Information, dass es ein Konzert bei uns im Ort gibt am 14. Juni. Ah, und Thalheim ist jetzt auf Twitter. Sehr gut, das muss ich mir dann gleich anschauen. Und natürlich folgen. Genau. Ja, und ups. Aha, okay. Bin ich jetzt rausgefallen? Was seht ihr jetzt bei mir? Also wir sehen jetzt wieder die Vorstellungsrunde in der Mitte. Aber ich denke, Okay, Bianca. das heißt, ich bin aus. Ja,
Aber ich denke, Bianca kann sich jetzt mal ein gutes Bild hoffentlich drüber machen. Okay, super. Genau. Gabi bewegt sich auch nicht mehr. Aber nicht so schlimm. Ach so. Ach, bei mir sehe ich mich. Aha. Ja, ja. Okay. Irgendwas jetzt beim Bild. Gut, aber ich glaube, es ist Zeit, um den nächsten Termin anzukündigen. Genau. Also wir haben jetzt auf der rechten Seite bei Chat sind jetzt einige Veranstaltungen so für die nächste Zeit gepostet worden. Genau. Wo ich jetzt auch gesehen habe, dass ich wahrscheinlich zwei von euch dort auch persönlich kennenlernen werden. Ja, und in dem Sinn möchte ich jetzt auch unseren nächsten Donne Online Corner bekannt geben. Der wird am 13. Juli sein, voraussichtlich mit der Simone Jansen. Sie hat das Buch geschrieben, Nackt im Netz, wenn Social Media gefährlich wird. David, vielleicht möchtest du da noch kurz was drüber? Genau, ich poste das. Ja, also es geht in dem Buch um Privatsphäre und so weiter. Also ein Thema, das uns alle immer sehr beschäftigt. Aber was mir bei Simone gut gefällt, sie hat einen sehr differenzierten Zugang dazu. Und ich habe Simone auch schon ein paar Mal in Berlin getroffen und ich glaube, das kann ganz interessant werden, mit ihr über dieses Thema zu diskutieren. Ich habe den Link zum Buch habe ich hier auch noch reingepostet. Okay. Super. Der nächste Online-Corner wäre wieder geplant von 9 bis 10 Uhr. Jetzt haben wir einige Anfragen bekommen, ob man die Uhrzeit ein bisschen später ansetzen können. Ich hätte gern eure Meinung darüber, ob 9 bis 10 passt oder ob wir es lieber am Nachmittag oder am späteren Nachmittag machen sollen. Weil viele doch Kollisionen mit der Arbeit haben, weil es im Büro dann teilweise nicht gut geht zum Mitverfolgen, Mitdiskutieren. Sonst kann man das auch über Facebook machen, über die Veranstaltung, aber vielleicht einfach einen kurzen Kommentar dazu. Für mich war es auch die Arbeit eh nebenbei. Okay. Das eine ist mein Privatcomputer, den habe ich neben mir stehen und die beruflichen sind dann da. Andere. Das ist bei mir auch so. Technischen Gründen geht das beruflich eh nicht. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir es am Vormittag. Ich meine, es ist klar, dass die Gruppe jetzt eher für den Vormittag ist, weil sie auch Zeit hatte. Okay, dann. Also eigentlich müssten wir andere fragen, die nicht dabei waren. Ja. Ja, genau, so ist es. Ja, dann lassen wir jetzt mal 9 bis 10 Uhr. Wie gesagt, auf der Donne Homepage von Salzburg finden sich immer die aktuellen Termine. Falls sich in der Uhrzeit was ändert, bitte dort auch nachschauen, beziehungsweise wir schicken eh wieder Facebook-Events aus, beziehungsweise so die Einladung auch per E-Mail. Ja, würde mich jedenfalls freuen, euch alle wieder begrüßen zu können. Ja, super. Also war eine interessante Stunde. Vielen Dank, Gabi. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und vielen Dank an alle, die hier fleißig mitdiskutiert haben und sich im Bild gezeigt haben, wenn auch Kopfstehen zum Teil. Noch eine kurze Info an den Quoten. Nachdem du gesagt hast, wir sollen um 10 Uhr pünktlich aufhören, haben wir das jetzt auch geschafft, dass wir etwas vor der Zeit aufhören. Aber das war wunderbar. Sehr gute zeitliche Planung. Okay. Und einen schönen Tag bis zum nächsten Mal.